Jo. Eieiei. So, wie geht's jetzt? Ah, Geralt ist nicht mehr ganz betrunken. Geralt sieht nur noch verschwommen. Aber Geralt kann wieder richtig laufen. Oh Gott, statt einer Gans sehe ich vier Gänse. Okay, nein, das sind wirklich vier Gänse. Aber es war ein Versuch wert. Hey, Abigail. Was wollt ihr? Ich weiß, hier ist ein Stream voll auf, aber du musst dich jetzt nicht betrinken. Ich betrink mich auch nicht. Aber freitags ist halt meistens so der Tag. Also freitags und sonntags. So ein, zwei Gläser Wein, die schaden nicht. Ich meine, du hast ja schon einmal mit mir Wein getrunken. Ich bin da ja nicht ganz so anfällig für. Das ist eigentlich eher so ein Gott läuft das alles gut zur Zeit. Trinken. So eine Art. So. Ich fand eure Nachricht. Sehr gut. Habt ihr die Was ist mit Baguettenstelle? Abigail zahnlos? Ich habe keine Ahnung. Ich habe die Hoffnung gehabt, dass es in der GOG-Version nicht so ist, aber auch hier wippen ihre Haare wie bei Steam in der Version. Also, das liegt am Spiel selber. Ich finde es aber gar nicht mal so schlecht, sieht so lustig aus. So wippende Haare. So, sie haben ihr eigen, ja, ihren eigenen Tanz. Das ist so. Das fetzt richtig. Habe ich. Sie gehören euch, wenn So, ich ihr hoffe, wir kriegen zahlt. jetzt genug Ich Geld, wusste, damit wir ihr unsere würdet es Bücher kaufen schaffen. können. Und nehmt diese Alraunwurzel. Sie könnte euch von Nutzen Was sein. soll ich jetzt bitte mit Alraunwurzeln? Wie viel Geld haben wir jetzt gekriegt? Ja, wir haben 200. Wir können uns das Buch hier holen. So, da waren wir wieder pleite, aber wir haben das Buch. Das ist gut. So. Über Feldpflanzen. Das Buch beschreibt weiße Myrte, Nieswurz, Schöllkraut, Balissa, Krähenauge, Berberohr und Sevant. Es ermöglicht euch, aus diesen Pflanzen alchemistische Zutaten zu gewinnen. Wer braucht das schon Headbanging, wenn man solche Haare hat? Oh ja. Oh ja. Also, sie kann aufs Headbang verzichten. Was wollt ihr? Sie spart sich das einfach mal. Okay, bei ihr können wir das nicht mehr verkaufen. Aber wir hatten doch. Gab es nicht in der Kneipe noch jemanden, der das verkaufen konnte? Bei dem wir das verkaufen konnten? Dupli-dupli-dupli-dup. Nee. So, ich dachte, wir konnten jetzt hier irgendwelche Pflanzen abernten. Oder geht das immer noch nicht? Nee. Ist da noch irgendwas für tun? Füge ein Tagebuch einen Zutateneintrag hinzu. Ja, ich dachte auch, dass das dann. Nee. Nee. Ich meine, das hier sind ja eigentlich die Zutaten. Warum wir sie immer noch nicht pflücken können, bleibt mir ein Rätsel. Das sind schreckliche Zeiten. Kräuterhändler, Teilchen. Was? Was hat es mit dieser Nein, nicht Pest? nochmal. Ich bin groß. Möge. Was? Ich würde einmal verkaufen. Über Feldpflanzen. Über unterirdische Pflanzen. 300. Und willst du da 300 für haben? Geilste Schöpfrunde meines Lebens eben gehabt. Echt? Die Haare von einer guten Frau sind einfach eskaliert. Ein wenig. Ein wenig. So, warum kann ich denn noch nicht diese Sachen da einsammeln?
Sheriff-Runde. Geht um Among Us. Da kann man Sheriff sein. Wenn man da irgendwie so ein Motto hat oder sowas. Sächchen. Was kann ich euch bringen? Dann bringen wir ihm das. Geben wir ihm das erstmal ins Lager. Was kann. Gut. Weißt du nicht? Sind wir hier verschiedene Pflanzen identifizieren? Ja, aber warum klappt das denn noch nicht? Oh. Nein. Was kann ich für. Es wird Zeit. Leite. Oh Gott, was habe ich jetzt gemacht? Komme ich da jetzt wieder zurück? Ich habe irgendwas gedrückt. Oh. Der Moment, wenn man wieder irgendwas gemacht hat, von dem man nicht weiß, was man getan hat. Da haben wir auch isometrisch. Okay, irgendeine der. Ah. Ah, okay. Sicher? Nee, doch noch nicht. Jetzt. Wusste nicht, dass es sowas gibt. Darum bin ich ja pleite. Aber warum können wir die jetzt noch nicht pflanzen? Ernten. Wir pflanzen zu gewinnen. Ich rufe den Haarungmannschaft. Ja, ich weiß. Muss ich da noch irgendwas machen für? Die mal wieder keine Ahnung hat. Eine prima Gelegenheit, eure Verluste zurückzugewinnen. Also in den Spielen fällt mir immer wieder auf, Spiele mit so guter Vertonung benutzen immer mit dieselben deutschen Synchronstimmen. Ja, oft. So. Seid wachsam. Dann muss ich jetzt eine Nacht schlafen. Aber ich. Ist das nicht eigentlich Weiße Myrte oder wie das da hier heißt? Weiße Myrte? Nee. Gott, ich hab doch keine Ahnung. Einmal gespielt? Trotzdem keine Ahnung von. Wollte da noch irgendwas anderes für? Schaffen wir mal bis Mittag. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwas bringt, aber wir machen es einfach. Oder kann ich die nur nachts pflücken? Wäre natürlich ein bisschen assi. Oh nein, eine Nacht schlafen ist nicht schrecklich. Ja gut, ich habe nur ein paar Stunden geschlafen. Diesmal keine ganze Nacht. Nee. Irgendwie will die Pflanze nicht. Muss ich das verstehen? Ich glaube nicht. Weißt du, jetzt habe ich so viel Geld für so ein Buch ausgegeben, durch das man diese Sachen eigentlich pflücken sollte. Jetzt kann man sie nicht pflücken. Und ich stehe da. Pleite. Was ist das eigentlich gerade? Suchen eigentlich gar nichts. Ich will eigentlich nur meine Aufträge abgeben. Aber ich dachte mir, weil ich ja jetzt genug Geld hatte, dass ich mir halt dieses Buch für die Kräuter holen kann, damit ich die Sachen pflücken kann für meine Tränke und Hexermutagene, damit ich die halt herstellen kann mit meiner Alchemie. Jetzt ist nass. Aber da sie irgendwie nicht zu pflücken gehen, habe ich ein kleines Problem. So minimal. Ich kann ja nicht mal alles kaufen. Ich werde ja pleite bei. Gut, hier sind auch gerade keine Kräuter, die ich testen könnte. Das hier ist eigentlich etwas, was ich pflücken könnte. Aber ich kann es nicht pflücken. Obwohl ich es gelernt habe gerade. Es geht einfach nicht. Das Spiel weigert sich. Ich weiß nicht, was ich falsch mache. Das Spiel mag mich nicht mehr. Das Spiel mobbt mich. Das hier müsste ich eigentlich auch pflücken können, weil das hier ist, glaube ich, Schildkraut. Das habe ich auch gerade gelernt. Müsste ich eigentlich auch pflücken können. Kann ich aber auch nicht. Oder ich. Gut. Du hast das Schwert, wenn sie die Kräuter sanft ab. Nee.
Geralt sagt nein. Kann natürlich sein, dass ich dafür noch... Warte mal, kann ich das nicht nachgucken? Brauche ich da vielleicht irgendwas hiervon für? Welchen Intens... Ich habe nichts gesagt. Ich habe einfach nichts gesagt. Da ist es. Ich brauche ein Level Up. Lecko funny, ey. Grrr. Regen uns jetzt mal nicht auf. Dachchen. Sprecht, schnell. Ich hörte, die Kirche des ewigen Feuers bezahlt Kopfgeld für Ertrunkene. Wenn ihr beweisen könnt, dass ihr einen getötet habt. Ja, wir haben doch die Köpfe. Ich habe die Köpfe von Ertrunkenen. Wo ist meine Belohnung? Her damit. Hier. Ruck raus. Möge das ewige Feuer euren Weg erleuchten. Money, money, money. Makes me funny. In the rich man's world. Sprecht, schnell. Ich habe das ewige Feuer in alle Kapellen gebracht. Die Bestien suchen uns immer noch heim. Ich sagte ja, es würde nicht funktionieren. Wo ist mein Lohn? Ach ja, euer Lohn. Dieser Fluch muss stärker sein, als ich dachte. Was sind Ertrunkene? Was zweifellos hat's ist diese Hexe Abigail dafür verantwortlich. Ich kann gleich mal vorlesen, was Ertrunkene sind. Eine böse Frau. Wir haben einen Bestialungseintrag dafür. Vielleicht kann sie uns mehr erzählen. Ich kann gleich mal vorlesen. Sie brachte die Bestie und alles andere Übel über uns. Vielleicht. Ich glaube, das sind einfach Menschen, die im Wasser gestorben sind und dann zu Monster geworden sind. Wir müssen wissen, woher die Bestie kam. Findet die Wahrheit heraus. Mache ich. Für 300 Orens. Gibt uns niemals. Wir sind eine arme Gemeinde. Vielleicht 200? Na gut. So, warte mal. Müssten eigentlich ein Eintrag haben. Ertrunkene Tote und Ertrunkene. Ein Ertrunkener. Ertrunkene sind Kreaturen der Nacht. Sie erscheinen an den Ufern von Teichen, Seen und Flüssen. Immun gegen Bluten, Blenden und Vergiftung versuchen... Vergiftungsversuche. Sie sind furchtlos immun gegen Lähmungsversuche und das Zeichen Axi. Sehr empfindlich gegen Silber und anfällig gegen Niederschlagversuche. Der schnelle Kampfstil ist am wirkungsvollsten gegen Ertrunkene. Die Hexer wenden Gruppenkampfstile gegen Ertrunkene an. Greifen meist in großen Gruppen an und nutzen ihre zahlenmäßige Überlegenheit. Ertrunkene sind Schurken, deren böses Leben im Wasser ein Ende fand. Sie sind lebendig ertrunken oder wurden nach ihrem Tod in tiefes Wasser geworfen, wo sie sich in rachsüchtige Kreaturen verwandeln, die den Bewohnern von Küstensiedlungen auflauern. Das sind Ertrunkene. Also, ja, das, was ich eben noch meinte. Ich war mir jetzt halt nur nicht sicher, ob das wirklich der Wahrheit entspricht. Und ertrunkene Tote? Die ertrunkenen Toten sind Kreaturen der Nacht. Also ähnlich, ja, das ist alles soweit gleich. Besonders starke und gefährliche Ertrunkene sind als ertrunkene Tote bekannt. Einfache Leute erkennen keinen Unterschied zwischen ertrunkenen und ertrunkenen Toten. Eine Begegnung mit beiden verläuft gleichermaßen tödlich. Wir dürfen jedoch davon ausgehen, dass die düsteren Legenden über ertrunkene Bösewichte eher von den ertrunkenen Toten als von den Ertrunkenen handeln. Na gut, also ja, nur die stärkere Form davon. So. Kann ich jetzt einmal speichern. Jetzt habe ich hier schon wieder so viele Speicherpunkte. Wir sind immer noch kein Level. So. Was kann ich denn noch? Was haben wir denn noch an Aufträgen? Ich sollte die Hexe besuchen. Okay, das können wir gleich mal machen. Um die Feinde des Professors zu finden, muss ich diese Stadtwache mit Wüsima sprechen. Wir wollen das Umlands reden und erfahren, wie ich die Dalamana finden kann. Stimmt, wir müssen nur mit zwei Leuten, glaube ich, reden. Dann nochmal ein Würfelspiel machen. Ja, Harren, Odo und Mikul. Wohlvertrag. Ja gut, und Berengar. Aber Berengar verfolgt uns sowieso die komplette Zeit über. Dann... Ich weiß tatsächlich nicht mehr, wo Harren ist. Ich habe da jetzt gerade nicht mehr auf die Namen geachtet. Aber wo Odos Haus ist, das weiß ich. Vorher können wir einen Abstecher zur Hexe machen. Hihi, alle sind nass. Was war das denn? Hihi, alle sind nass.
Ja, ne? Hat irgendwann sich. Die stehen da immer noch alle in einer Reihe. Die haben Spaß daran. Also cool finde ich es echt, dass sie sich auch bei Regen echt unterstellen. Ich kann Regen nicht ausstehen. Und der klang gerade wie Jackie Chan. Also die Synchronstimme von ihm. Nass sein, witzig. Oh, was kommt hier? Oh Mann. So, ja, wir sind gleich bei der Hexe. Um zu Odo zu gelangen, müssen wir nach da hinten. Das Haus, was da hinten ist, das ist Odos Haus. Das machen wir gleich. Ich habe ja die Hoffnung, dass ich vorher noch ein Level abkriege. Damit werden die Kräuterkunde lernen. Ich habe ja meinen Fehler Gott sei Dank gerade noch erkannt. Ich will doch nur meine Aufträge hier vorenden. So, wo ist Abigail's Haus da hinten? Wir müssen ja nicht immer hier den vorgegebenen Pfad nehmen. So, mal sehen, ob ihre Haare wieder am Wippen sind. Ich gehe mal ganz stark davon aus. Dachchen? Ja. Was wollt ihr? Das sieht aus. Ich muss wissen, wo die Bestie herkommt. Warum fragt ihr mich? Hexen sind doch in den magischen Künsten bewandert. Ja, aber diese Bestie überfordert mich. Allerdings kenne ich da jemanden. Und wer soll das sein? Der Knabe Alwin. Er ist eine starke Quelle und ein Hellseher. Ja. Was er alles weiß, bleibt uns verborgen. Vor allem, wenn ich wie ihm viel aber Haarspray muss er denn drin sein? Schadet ihm das dass nicht. Die Haare einfach seid mal unbesorgt. So klumpig bringt bleiben. Mir die Blüten 5 weißer Myrten. Ich glaube, die hat es etwas übertrieben. Dann werden eure Fragen beantwortet. Sie wachsen vor dem Dorf. Wenn ihr nichts über Kräuter wisst, kann ich euch dieses Buch verkaufen. Hightech-Haarspray. Ganz ehrlich, dieses Haarspray möchte ich nicht benutzen. Also ich benutze sowieso schon keins, aber das ist recht nicht. Kräuterkunde. Linksklick auf bestimmte Pflanzen, um Kräuter zu sammeln. Tipp, die Kräuterkunde in der Gruppe Intelligenz ist erforderlich, um Kräuter zu sammeln. Ja, danke, das sagt ihr mir jetzt. Ihr müsst Wissen über die entsprechende Pflanze besitzen, das ihr in Büchern finden könnt. Ihr könnt Kräuter auch von Kräuterkunden kaufen. Lass mir lustig, du vor der Kim und deine Haare tanzen ab. Ich glaube, ganz ehrlich, ich glaube, ich würde so einen Rappel kriegen, wenn meine Haare die ganze Zeit so so machen würden. Das, nee. Ich glaube, das sind keine Haare, sondern ein Tier, das sich als Perücke trägt. Er hat vielleicht keine Haare und füttert das Vieh, damit sie nicht gerade ist. So, von der Farbe her so ein Fuchs. Hat aber nur einfach vorne nochmal so das Weiß abgetrennt vom Fuchs. Oh, das arme Tier. Oh, nee. Nee, das will ich mir gar nicht erst vorstellen. Nee, nee. So, wo ist Alwin? Ich dachte, Alwin... Hä? War Alwin nicht eigentlich hier mit drin? Was? Der Geistliche so. Glaubt, ihr Nehmen hättet die Bestie herbeigerufen. Und was glaubt ihr? Ich hab's nicht so mit dem Glauben. Was ist eure Version der Geschichte? Ich hatte nie... Okay. Die Hexe sagt, dass sie unschuldig ist. Natürlich sagst du das. Also ich weiß noch, welche Entscheidung ich damals getroffen habe. Hat ist. Ich weiß nicht, ob ich mich für diese... oder wieder dafür entscheiden würde. So, was ist denn jetzt unser Auftrag hier noch? Sollten wir jetzt noch mit Alwin sprechen oder sollten wir nicht? Die Hexe sagt, dass sie unschuldig ist. Das heißt, wir müssen da wieder zum Geistlichen zurück. Ja gut, und mit Odo einmal reden. Mit Odo könnte ich mir vorstellen, dass wir danach tatsächlich ein Level abkriegen. Deswegen machen wir das mit Odo als erstes. Nur, dass der Auftrag... Na gut, ich weiß nicht, wie er jetzt auf leicht ist. Weil für alle, die jetzt gerade neu zuschauen, ich spiele auf leicht. Weil im Let's Play hatte ich auf mittel, glaube ich. Mittel oder schwer. Und das war für mich ein Graus. Es war einfach nur ein Graus. Ich habe mich so durchgemüht. Nee, da hatte ich jetzt echt keine Lust mehr drauf. Jetzt
Deswegen habe ich gedacht, okay, mache ich es auf leicht. Jetzt am Anfang ist es mir noch zu leicht. Aber ich weiß, dass es sich ändern wird. Spätestens, wenn wir in Kapitel 2 oder 3 sind, da weiß ich, dass ich wieder am Rad drehen werde. Deswegen, ich bin damit voll und ganz zufrieden. Also ich bin definitiv keine Pro-Gamerin, deswegen... Ich will einfach nur meinen Spaß haben. Blut und Dellen an der Rüstung beweisen, dass sie einem Krieger gehörte. Warum haben wir so eine Rüstung nicht? Hat mehr Erfahrung mit Krügen als mit Schwertern. Okay, ja, yeah, ich spreche gleich mit ihm. So einen Wandteppich hätte ich gerne. Allerdings dann nicht mit wilden Tieren drauf, sondern so mit meinen Hauskatzen. Mit Salem und Leo und Gizmo und unserem Hasen. Das hier soll wahrscheinlich Visima darstellen, oder? Ich glaube, das ist Visima. Okay. Dächen. Wer da? Warum trägt der eine Glocke? Ich bin ein Hexer. Ein Monstertöter. Warum mein Haus bewaffnet, Heimsohn? Er ist betrunken, oder? Ich habe nichts, was sich zu stehlen lohnt. Beruhigt euch. Ich will euch nichts antun. Vergiss du nicht. Ach, ich muss euch nur ein paar Fragen Cleo. Stellen. Ja, Entschuldigung. Ich habe Cleo vergessen. Ich bin Geralt. Jetzt das ist uns so ungewohnt, Namen. Dass wir jetzt einen Hund haben. Trinkt etwas, Meister Germant. Ich hasse Spione und jedermann weiß, dass Spione nicht trinken. Na dann, Prost. Ja, Prost, ne? Heb deinen für mich mit. Da hätte ich doch fast das Wichtigste vergessen. Habt ihr den Geistlichen gesehen? Jo, haben wir. Natürlich haben wir den. Verstehe. Er hat uns gesagt, wir sollen Fremde ausfragen. Ich hole mich ein bisschen auf die Kosten ins Bett. Nur ein schönes Stream und für später eine gute Nacht. Danke, ich wünsche dir auch ebenfalls eine gute Nacht. Und danke, dass du da warst. Und wir schreiben dann die Tage nochmal, würde ich sagen. So. Basta! Was? Da hätte ich doch fast das Wicht. Den Geist. In Fort. Hat er uns nicht. Hä? Er hat uns nicht den einen Ring gegeben. Nee, hat er nicht, ne? Warte mal. Also ich glaube tatsächlich. Aber ich dachte, er hat uns doch diesen Siegerring gegeben, oder nicht? Bin ich ein bisschen überfragt. Habe ich schon wieder was vergessen? Oh, hab ich nur meinen Kopf. Hallo Katze. Wenigstens meine Katze, die nicht von mir wegrennt. Das Hühnchen. Ah, nee, das ist ein Affe. Ich wollte gerade sagen, das Hühnchen hätte uns gern, aber das war ein Affe. Oder was auch immer das darstellen sollte. Körper, Affe, Gesicht. Ich weiß es nicht. So, jetzt reden wir echt noch einmal mit diesem Geistlichen. Weil ich dachte wirklich, er hat uns diesen Ring gegeben. Weil dann müsste er ja eigentlich auch da oben erscheinen, oder? Eigentlich. Weil das sind nur Würfelkästchen und das Ding. Ich könnte was zu trinken brauchen. Wobei wir auch das Tutorial dafür gekriegt haben. Wie man das mit dem Siegerring ja macht. Aber irgendwie. Ich bin müde. Irgendwie will er nicht. Ich weiß nicht, ob irgendjemand gesehen hat, was ich übersehen habe.
Jemand weiß, was ich machen muss? Wenn ja, dürft ihr mir das gerne schreiben. Warum ich? Ja, die Frage stelle ich mir manchmal auch. Warum ich? Und diesmal laufen hoffentlich nicht alle von mir weg. Die Stadttore geöffnet? Wenn die Pest vorüber ist. Ja. Hallo Geistlicher. Habe ich bei dir was vergessen? Sprecht. Seid ihr? Ja, Heide. Nur das tatsächlich. So steht es in der Prophezeiung. Ach. Die alte Welt wird untergehen und... Ihr scheint euch zu wieder... Ihr macht euch über mich... Ich... Wer immer Gottes... Noch etwas. Sprecht. Adieu. Nee, tatsächlich. Also warum klappt das denn mit dem Ring nicht? Ich suche jetzt gerade alles danach ab. Ich weiß, dass wir ja das Tutorial hatten. Siegering. Zieht den Siegering auf den markierten... Das sollte ich mal wissen. Okay. Ein Hexer. Okay, gut. Okay. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Ich weiß zwar noch nicht, wo ich denn da raufziehen soll, aber wir kriegen das irgendwie hin. Lasst euch nicht töten! Ohne Gleichen. Die Antwort ist nein. Hinfort. Was hinfort. Zunge. Hau ab. Ich war mir auch vorhin Akkordeonerfolg auf den Zähnen. Gesuche. Ja, danke. Werde ich haben. Und dir eine gute Nacht. Und danke, dass du noch vorbeigeschaut hast. Holt weh, dass du da warst. Und wir sehen uns ja morgen tatsächlich. Hol mir schon drauf. Ich hoffe, du findest den Weg zu uns in die Einöde. Bin ich zweit? Nee, bin ich nicht. Das ist langweilig. Jui. Hoffe ich mal, dass wir es jetzt hinkriegen. Es ist gerade mal ein halbes Jahr her, dass ich es gespielt habe. Genau, bis morgen. Und jetzt schaffe ich es schon noch. Habt ihr schon nach Mordor? Mordor gibt's hier nicht. Leider. Ich schaue schon nach Mordor. Ja, ja. Sagen wir mal, wir sind Isengard. Wir sind Isengard von der Umgebung her. Nicht Mordor. Mordor ist zu dunkel, zu düster, zu kalt. So, nee. Da hätte ich doch fast das Isengard. Wichtigste vergessen. Habt ihr den Geistlichen gesehen? Passt mit dem Wald vor der Haustür. Verstehe. Er hat uns gesagt, wir sollen Fremde ausfragen. Achso. Gut, wir trinken aber nochmal kurz was mit ihm. Nehmt da mal einen Wegtrinkteil um Informationen und Belohnungen. Okay, das war, glaube ich, mein Fehler gerade. Basta! Gut, das hat ihm zu wenig Alkohol. Ja, ist doch gut. Verstehe. Sag doch, dass du was Starkes willst. Aber wir haben, glaub... Basta! Da hätte ich doch... Verstehe. Nein! Nicht noch einmal. Deswegen sage ich, wie soll man das draufziehen? Macht er ja automatisch. Da hätte ich... Verstehe. So, jetzt. Basta! Nee, Tafelwasser brauchen wir nicht. Hauen wir uns erstmal einen schönen Wodka rein, ne?
Da hätte ich doch... Verstehe. Vielleicht? Nee. Was? Da hätte ich... Der will nicht, verstehe. Ne? Verstehe. Der will einfach nicht. Was mache ich falsch? Da hätte ich... Verstehe. Was mache ich falsch? Basta! Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich vertraue mir nicht für kodieren Anreize hier, weil ich muss mich um die Bestie kümmern. So versprechen Odohan, kann ich denn von ihnen erfahren? Ja. Aber anscheinend, das mit dem Siegerring klappt ja scheinbar nicht. Ja, wie? 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 Also Siegerring wollen sie alle nicht. Haben sie alle keine Lust drauf. Gut, ich werde jetzt einmal noch mal ganz kurz bis zum Abend, um einmal ein paar Monster platt zu machen, damit wir unser Level steigen können. So. Steichchen. Haben wir denn noch? Praktisch für die nächste Tour aufzusteigen braucht ja. Ah, okay. Ach, da. Stimmt, wir müssen uns ja sowieso noch auf die Kugelsuche machen. Wir brauchen ja noch Kohle. So, warte, Zaubertrank Katze hatten wir noch nicht, ne? Weil sonst würde ich in die eine Gruft reingehen, aber wenn wir Katze noch nicht haben, dann bringt das noch nichts. Weil wir sehen einfach da unten nichts. Das ist das Schlimme daran. Wir brauchen nächstes Level ab, um Kräuterkunde zu lernen. So, hier müsste eigentlich irgendwo... müssen eigentlich Ghoul auch auftauchen. Der... Ach nee, wir haben ja auch den einfach... das eine Buch dafür noch nicht. Für die Ghoul. Ein Teufelskreis. Es ist einfach ein Teufelskreis. Ich bin mal gespannt, wie lange ich Witcher heute durchhalte. Weil eigentlich, ich habe zumindest vor, bis 1 oder 2 Uhr morgens zu machen. Ob ich es schaffe, weiß ich natürlich nicht. Ja, morgen, ich will zwar ein bisschen ausschlafen, muss aber dennoch für meine Verhältnisse dennoch relativ früh raus. Deswegen, mal gucken. Ich muss mich immer so ein bisschen davon abhalten, noch andere MMOs anzufangen. Weil zurzeit habe ich ja 2 am Laufen. Oh, hi. Uwe. Okay. Zurzeit habe ich ja 2 am Laufen. 3, wenn ich das, Let's Play mitzähle, was ich ja gerade mache auf YouTube. Aber irgendwo habe ich halt auch Bock auf MMO. So. Das ist so eine Waage, die
der einen Seite mal kurz runtergeht und auf der anderen Seite wieder hochgeht oder umgekehrt und ach. Ja. Ich weiß auch nicht. So. Ja, da hinten geht's zu der Eingruft. Da möchte ich ja noch nicht rein. Oder möchten schon. Wollen schon, aber nur nicht möglich in dem Sinne. Wer ist das denn? Ich bin Geralt von Riva. Nur so als Info. Leute, ich brauch doch einfach. Ich brauch nur noch ein paar Monsterchen, dann. Ich kann ich doch endlich. Endlich aufsteigen. Mehr will ich doch gar nicht. Ertrunkene. Machen wir das einfach so. Ja, wir haben auf jeden Fall bald. Ich gehe gerade extra hier so ein bisschen näher am Wasser lang. Nicht eigentlich auch hier irgendwo eine Quest auftauchen? Weiß ich nicht mehr. Stimmt, hier irgendwo am Fluss bei Tage gibt es glaube ich auch noch eine Quest. Da müsste dann glaube ich auch dieser Haron, wie auch immer der hieß, eigentlich auftauchen. Glaube ich. Da, wenn ich mich recht entsinne, kann man hier im ersten Kapitel auch schon die Squirtle treffen. Oder die Eichhörnchen da. Deswegen schauen wir einfach. Möglich ist alles. Da kommt schon. Kacke. Gut, wir müssen echt auf die andere Seite. Für ein letztes Level-Up. Denn wir brauchen ja auch die Myrteblüten für... Ich glaube, Abigail? Okay, wir brauchen die Myrteblüten. Gibt es hier Ertrunkene? Kann ich direkt wieder zurückgehen. Brauche ich gar nicht bis zum Ende gehen. Schade. Gut. Ist gerade noch abgeschlossen. Da hinten sind der Trunkner. Das ist auf jeden Fall eine andere Art von... Ich dachte, ich hätte schon den... Okay,
warte. Nehmen wir einmal kurz. Puh, das war knapp. Wann ist der König? Ah, okay, das war das, was wir. Das hatte ich beim ersten Mal auch nicht. Für den ertrunkenen Jägersmann. Gut, sehr geil. Sehr, sehr geil. Also ich habe das Gefühl, der zweite Durchlauf von Witcher wird deutlich besser als das Let's Play, finde ich. Also ich finde es jetzt schon, weil ich deutlich, wie gesagt, mehr entdecke. Oh, das ist einfach nur geil. Das ist einfach nur geil. Ich bin müde. Achso, ja gut, ich kann ja nicht. Da unten ist auf jeden Fall als nächstes ein Lager. So, ich darf jetzt nicht vergessen, dass ich Kräuterkunde mache als nächstes. Ja klar, jetzt tauchen hier die Ertrunkenen auf. Ihr könnt mich jetzt mal gerne haben. Also Intelligenz. Intelligenz und Kräuterkunde. So. Sind sich ein Wissen über einige mächtige, ohne dass er ihnen im Spiel okay, wir machen erstmal komplett Intelligenz. Jetzt ist einfach gerade 5 Vorteil. Bocke, Raufbold. So, und jetzt sollte ich eigentlich auch Zutaten sammeln können. Raufbold, Schurke, Schurke, Bettler, Bettler. Haaren. Haaren hieß der gute Typ. Haaren und wir können in sein Haus und Tachchen Haaren. Seid gegrüßt, edler Fremder. Okay, ihr seid? Haarenbrock, Kaufmann und Zwischenhändler. Stets zu Diensten. Was führt euch her, Hexer? Was habt ihr anzubieten? Ich nehme an, der Geistliche schickt euch. Natürlich. Warum glaube ich euch das nicht? Nehmt das zurück! Aber ganz ehrlich, warum? Ich dachte, wir hätten diesen Siegerring schon. Das heißt ja, dass wir ihn hier nicht haben, oder? Wie viel lebt denn das Ding zum Tempel? Oh, Leute. Das sind jetzt ASV dran. Nein. So, ja, wenn ich Nein sage, also wenn ich ehrlich bin, dann... Fremde sind nicht willkommen. Hin, fort! Ja, ganz ehrlich, was soll ich denn da machen? Das hier ist ja eigentlich nicht... Also das ist ja nun wirklich nicht der Siegerring. Okay, Bestechung. Ich glaube euch. Okay, da haben wir schon mal ein bisschen was. Der Geistliche schickt mich. Er denkt, ihr braucht einen Hexer. Stimmt, die
Toten kommen nachts aus dem Fluss. Eine grauenhafte Kälte kommt vom Wasser her. Helft mir, helft mir. Ich scheue keine Kosten. Ich helfe im Tausch gegen Informationen über die Salamandra. Und gebt noch 100 Orens drauf für meine Ausgaben. Ich hab schon gehört, dass ihr sie sucht. Die Salamandra bringen nichts als Ärger. Aber egal, wir sind uns einig. Diese verdammten Untoten. Sie verscheuchen die Kunden und zerstören meine Kisten. Und dies ist wertvolle Fracht für einen speziellen Kunden. Wo kann ich diese Ertrunkenen finden? Wo? Am Flussufer. Sie kriechen nach Einbruch der Dämmerung aus dem Wasser. Verstehe. Hexer! Ich fand diese seltsamen Würfel. Sehen nach Zwergenhandwerk aus. Doch nicht hier! Wollt ihr uns beiden Ärger einhandeln? Also eigentlich nicht. Ihr seid nicht gerade ein Heiliger. Angst vor einem Kästchen? Ihr habt so viel Schmuggelware. Überlebensinstinkt. Ich falle lieber nicht auf. Der Geistliche hasst dieses Spiel. Ihr wisst also, was das ist. Das habe ich nicht gesagt. Die Dinger wurden nicht von Menschen gemacht und stinken nach Teufelei. Die Zwerge müssten etwas wissen. Hab Dank. Zumindest dafür. Okay. Naja, wir kommen jetzt zumindest gerade ein bisschen weiter. Und das ist ja schon mal etwas. Schon mal mehr als vorher. Ich werde jetzt nochmal eine ganz kurze Pause machen. Ganz kurz pinkeln gehen. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall gleich wieder. Ich spreche nochmal kurz. Und dann werden wir uns nochmal um die Ertrunkenen kümmern. Und ja. Bis gleich auf jeden Fall.